Ich habe tolle deutsche Freunde. Wisst ihr, ich habe mal in meiner Show erzählt, dass wir Türken keinen Weihnachten feiern. Und einer meiner deutschen Freunde hat das mitbekommen und dem sein Herz ist gebrochen. Der kam letztes Jahr kurz vor Weihnachten zu mir, der so, Öcalan, ich habe gehört, du hast noch nie Weihnachten gefeiert und ich habe mit meinen Eltern geredet und wir würden dich gern einladen zu uns nach Hause an Weihnachten. Ich so, Harald? Nein, der heißt wirklich so. So, ist dein Ernst? Der so, ja. Und ich so, oh mein Gott, ich war so aufgeregt, Leute. Mein erstes Weihnachten. Was soll ich anziehen? Ich habe so meine besten Klamotten angezogen. Anzug, Hemd, Krawatte, Blumen gekauft für die Mutter, Schokolade. Und ich bin dorthin gegangen. Ich war so aufgeregt. Ich habe gezittert, als ich geklingelt habe. So. Und ich mache, und die haben die Tür aufgemacht. Von innen. Ich war das erste Mal in einer deutschen Wohnung ohne Taschenlampe. Und die Mutter kam zu mir und hat gemeint, Öcalan, schön, dass du da bist. Komm, wir laufen rein. Und ich gehe ins Wohnzimmer, Leute. Und auf einmal steht da vor mir der Weihnachtsbaum. Das erste Mal Angesicht zu Angesicht. Ich bin so nach vorne. Ich so, wie geht's? Er hat nichts gesagt. Er stand nur so dran. Und ich weiß, dass es das Fest der Liebe ist, Leute. Mit wie viel Liebe dieser Baum geschmückt war. Diese Geschenke und oben der Stern. Ich so, da fehlt ein Halbmond. Und dann hat die Mutter gesagt, Öcalan, komm, wir gehen in den Essbereich. Und der Tisch war so reichlich gedeckt mit allen kulinarischen Köstlichkeiten, Leute. Schweinebraten. Und daneben war noch mehr Schweinebraten. Und noch ein Schweinebraten. Der Tisch war aus Schweinefleisch. Die Tischbeine waren Schweinefüße. So, so. Aber die Mutter hat zu mir gesagt, Öcalan, mach dir keine Sorgen. Für dich habe ich eine neue Pfanne gekauft und Rindfleisch. Halal, Öcalan, halal. Seht ihr, Leute, in so einem toleranten Land leben wir. Und dann beschweren wir uns auch noch. Das ist nicht richtig, Leute. Das ist nicht richtig. Und dann saßen wir am Tisch. Und die Mutter hat dann zu mir gesagt, Öcalan, du gehörst jetzt auch zur Familie. Ich so, Mama, gib mal Taschengeld, bitte. 1 Euro, bitte 1 Euro, 1 Euro. Und der Vater hat dann zu mir gesagt, Öcalan, bei uns als Tradition, dass der Gast das Tischgebet spricht. Ich oder? So oder wie? Könnt ihr wenigstens die Rollläden runtermachen? Integration und so. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Danach war Ruhe, gell? Sogar der Schweinebraten hat gesagt, ach du Scheiße, Alter. Nein, nein, Spaß, Spaß. Der Schwein hat es nicht gesagt, weil Schweine lieben Moslems. Und wir Moslems lieben auch Schweine, ist auch ein Geschöpf Gottes, nur wir essen es nicht. Und es wissen Schweine, dass wir keine potenzielle Gefahr für sie darstellen. Deswegen sind wir Bros. Letztens bin ich am Schweinestall vorbeigelaufen, da waren zwei Schweine, die so, Salam Aleikum, Bruder. Hinten war so eine Kuh, die hat mich gesehen, die so, Mäh.